Ach ja, Freunde, die dunkle Jahreszeit. Moin Moin, wir haben es 6.13 Uhr und wir säen Getreide. Wie versprochen, Getreide ist nahezu alles drin. Ich säe jetzt gerade noch die letzten 5,5 Hektar Roggen und dann gebe ich die Driller ab an die Kollegen. Das ist ja auch genau wie das Güllefass, eine Gemeinschaftsmaschine, dass die dann halt drillen können. Und ja, ich bin mit dem 718 vom Kollegen am Drillen, weil unser Trecker, warte, ihr seht es da vorne, hängt halt immer noch am Hakenlift. Ja, damit bin ich gut beschäftigt, und ne, weil ich muss sonst jeden Tag dreimal umbauen und dann kriegst du halt auch nichts fertig. Weil da geht ja auch jeden Tag dann irgendwie eine Stunde flöten. Und deswegen haben wir uns da jetzt gegenseitig einfach ein bisschen connected. Und ja, deswegen hatte ich ja auch den 826 zum Grubbern. Und jetzt habe ich den 718 vom Kollegen zum Drillen. Und ja, ich muss sagen, der 718 und die Drille sind eine gute Kombination. Der hat nicht ganz so viel Muck wie unser, also das merkst du schon, dass unser da irgendwie ganz anders mit rangeht. Ich finde, das ist hier ein bisschen ruhiger, ein bisschen smoother, ein bisschen schöneres Drillen als mit unserem, weil der nicht ganz so kräftig ist. Bevor ich jetzt losfahre, drehen wir jetzt nochmal gemeinsam ab. So sicher ist sicher, weil ich traue der Drille nicht weiter, als ich sie werfen kann. In der Vergangenheit immer ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen dreh ich jetzt gerade noch mal ab. So irgendwie. Jo. Hier halt. Also das hier ist halt das Saatmenü. Ich sehe jetzt Hybridroggen, 90 Kilo auf den Hektar. Gehe ich hier noch mal auf Abdrehen, externes Bedienelement aktivieren. Und dann kann ich draußen abdrehen. Mit dem externen Bedienteil. Ja, mal den Tritt runter machen. So. Einmal den Deckel hier aufmachen. Ja. So, guck. Ich habe ja gestern Abend schon eine Fläche angefangen mit Roggen. Und ja, das hier ist jetzt der Eimer mit. Und den stelle ich hier hin. Mit der Waage. Hänge ich mir hier mal einen Zapfen ran. Ja, schön mittig. So. Den Eimer unten dran. Und dann einmal anstellen. So. Dann haben wir hier unseren Pott zum Abdrehen, den Muster drunter. So. Dann ziehen hin. Zack, Luke auf. Jetzt habe ich hier das externe Bedienteil. So, und dann kann ich das hier halt eingeben. Seht ihr das? Also hier halt überbelichtet ein bisschen. Ich glaube, jetzt könnt ihr das ungefähr sehen. Also 90 Kilo auf den Hektar mit der 210er Seewelle. Das hier ist der Korrekturfaktor. 1,26. Dann drehen wir auf ein 40. Hektar ab und ich fahre halt 11 km auf den Acker. So. Das passt soweit alles. Ich ja, drücke jetzt auf OK. Hier, das ist jetzt einmal vordosieren, ne, damit die Säbele voll ist, aber die ist ja halt noch voll, weil ich ja gestern Abend noch gedrillt habe. Also okay, ja, der Behälter ist drunter und der Deckel ist auch auf. Okay, und jetzt drücke ich hier auf Play. Und hier ist auch ein Rieseln. Ne? Drehe ich da einmal ab. Und hier sehen wir auch, wie der Balken vollläuft. Und gleich das, was da steht, muss soll da ungefähr rauskommen sein. 2,206, 2,25 muss rauskommen, habe ich ausgerechnet. Also das, ja,
passt jetzt ungefähr. Jetzt hier den Deckel zu, Motor rauf. So, jetzt noch einmal gucken. Sind wir hier auf 0? Jo. So, 2,21 sind rausgekommen, 2,25 müssen rauskommen, also das passt ziemlich genau. Das gebe ich hier jetzt noch einmal ein. 2,21, oder? Oder halt das? Ja, 2,21. Das kannst du dann einmal hier mit dem Haken bestätigen. 0,2% Abweichung, also passt wunderbar. Achso, warte, das muss ich noch mit OK bestätigen. So. Und jetzt kann es abgehen. Das gebe ich wieder oben rein. Die Waage nehme ich gedrückt halten, dann geht sie aus. So. Rein in das Köfferchen, so den Haken nach, kurz aufpassen, hoppala puck. Junge, Junge, du hast mit einer Hand echt schwierig. So, mach ich auch mal fest. Hier festmachen. So, abgedreht haben wir. Das passt auch soweit, das ist schon mal gut. Tritt hoch. Und jetzt geht's rauf auf den Bock. Auf zur Fläche. So. Packe habe ich vorne drin, weil also ich mache ja Mulchsaat, ich habe ja gegrubbert und dafür brauche ich einen Packer nicht, ich nutze den nicht, weil die Nachlaufwalze vom Grubber hat ja ganz gut rückverfestigt. Ein Packer ist ja dazu da, um dann halt das lose Flugland wieder so ein bisschen rückzuverfestigen. Die Kollegen haben allerdings geflügt und ja, deswegen ist halt der Packer vorne drin, ne? Ja, ich jette jetzt zur Fläche und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, ich stehe jetzt auf der Fläche. Ich habe hier alles soweit eingerichtet. Na ja, gar nicht eingegeben, wie viel Saatgut ich drin habe. Aber, ja, scheiße, egal. Ich habe hier die Fläche ausgewählt. Das hier ist die innere Vorgewendelinie. Ich fange immer hier innen an. Und sähe dann halt immer außen und zu zum Schluss. Und die roten Linien hier, die ihr hier seht, da muss überall eine Fahrgasse hin. Ich mache jetzt hier die ersten drei Bahnen, um zu gucken, wie das alles so passt. Und dann mache ich die Fahrgasse und fahre eben alle Fahrgassen einmal ab, dass mir dann hinterher kein Fehler mehr passiert, weil ich fahre ja ohne Spurenreißer, weil brauche ich nicht. Und weißt du, dann klemmt der manchmal und geht nicht richtig und dann verzählt er sich bei den Fahrgassen und so und dann ist die Fahrgassen falsch. Das ist scheiße, deswegen fahre ich die dann halt immer erst vorher einmal ab. So. Gebläse an. Der ist auch frei auf der Straße. Ne, das Dosierorgan wird auf der Straße immer gesperrt von dem Gerät. Hinten kann ich mal Arbeitslicht anmachen, bringt zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Und jetzt fahre ich hier hin. Also jetzt machen wir das Ding hier groß. Ich habe ja Teach-In, hier alles, setze ich alles schön ein, er setzt ab, Zapfwelle geht an, fängt an vorzudosieren, Tempomat, ja, und dann geht's ab. B.
Wie gesagt, Packer brauche ich nicht, weil ich nicht geflüchtet habe. Ich habe ja gegrubbert, ich mache ja Mulchsaat. Und ja, der Boden ist halt rückverfestigt, fest genug. Deswegen nutze ich ihn nicht. Ja, so sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall aus hier im Dunkeln. Es ist ein bisschen nebelig. Ich musste die Fläche eben erst noch einzeichnen. Das hat es ein bisschen anstrengend gemacht. Aber ich mache jetzt diese Fläche zuerst und danach kommt die schlimmste Fläche, die wir haben. Die hat 14 Ecken und jede Ecke hat einen anderen Winkel. Oh, und die will ich ja nachher machen, wenn es hell ist. Ihr hört auch, ich bin wieder leicht erkältet. Ah, ey, das ist richtig ätzend, ey, diese Schnodderseuche. Ich bin die erste noch richtig losgeworden, dann ist schon die nächste da. Ey, das ist nicht schlimm. Ah, jo. So, ich ziehe jetzt mal die paar Bahnen. Wenn ich hier in der Fahrgasse angekommen bin, melde ich mich. So, ich bin jetzt hier in der roten Linie angekommen, das heißt Fahrgasse. Das passt auch alles soweit. Ich klicke mich hier jetzt einmal durch mit den Fahrspuren bis Fahrgasse. Komm, hier, guck, jetzt habe ich hier 0. Die beiden Balken schwarz, das heißt Fahrgas. Und wenn ich hier gleich einsetze, dann macht der Säbalken hier unten auch Fahrgassen. Da sieht man dann. Warte. So. Ne? Hier wird die Bahn jetzt auch blau markiert. So, und ihr seht hier unten im Säbalken zwei freie Stellen. Das heißt Fahrgasse. Ja, und jetzt, wenn ich gleich oben bin, fahre ich dann alle roten Linien einmal ab, mache mir quasi die Fahrgassen einmal fertig und sähe dann dazwischen halt einmal aus. Ne? Ist für mich dann einfacher, können keine Fehler passieren. Denn die Saatmenge wird dann auch um 25% reduziert, also 67,5. Das haben wir so eingestellt. Man kann auch dann volle Saatmenge nehmen, aber braucht man ja nicht, weil man spart der Saat gut. Der sagt, ist teuer. Ups, alles schon. Ende. So, jetzt war ich hier immer so, schmeiße den Koffer hier einmal um die Ecke. Bis zur nächsten Fahrgasse. Fahr hier wieder rein. Nächstes System aktivieren. Mal, bis ich hier meine Vorgewendelinie bin, einsetzen. Ne, und dann geht's ab. Man kann es auch hier schön sehen, oben am Pilz, ne, da rasselt schön das Saatgut. Und da unten seht ihr überall an den Schläuchen, wo Kabelbinder dran sind, da ist Fahrgasse und da darf jetzt nichts durchkommen. Und da kommt noch nichts durch, ne? Der Schieber ist halt zu. Und deswegen rieselt da jetzt nichts durch. Jo. So sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall aus. Dunkel sieht man jetzt allerdings nicht viel. Wahrscheinlich auf Kamera noch weniger als ich in echt. Ja, guck, jetzt ist hier gleich schon wieder Ende. Dann werde ich schon wieder langsamer. Zack, ausheben. Nächste Spur. Und hier wieder rein. Jetzt auf jeden Fall und ich denke, ich sag mal wieder Bescheid, wenn es hell ist, dann sieht man noch mehr. Ja Leute, es ist jetzt hell, wir haben es jetzt gleich 9 Uhr, ich habe gerade eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diese 3 Hektar Fläche einzuzeichnen. Kann euch das ja mal kurz, oder warte, ich bin da vorne gleich am Vorgewende, Sekunde, ich hebe da gleich kurz aus und dann veranschauliche ich das mal. Ich habe die Vorgewendelinie jetzt auf 15 Meter gesetzt, keine Ahnung, weil also habe ich sonst die letzten Jahre auch immer gemacht. Damit ich nicht ganz so oft außen rumfahren muss. Habe ich auf den anderen Flächen jetzt nicht gemacht. Ja, keine Ahnung. Weil war so eingestellt und dann hatte ich so angefangen und dann hatte ich auch nicht mehr dran gedacht. Naja, auf jeden Fall habe ich das auf dieser Fläche jetzt so gemacht, damit ich hier nicht ganz so oft außen rum zu eiern muss. Weil, ja, man kann leider nicht weit genug rauszoomen und man kann auch leider nicht, aber kann man sich nicht hier irgendwo.
na, GPS. Wenn ich jetzt hier die Fläche drin habe, kann man sich hier die Umriss nicht angucken. Also 3,29 Hektar groß. So, kann man sich jetzt hier irgendwo nicht noch den Umriss angucken? Hier? Ne, kann man nicht. Also das finde ich richtig scheiße beim Fan GPS, dass du das hier nicht irgendwie verschieben kannst und nicht noch kleiner. Oder warte, so geht's. So. Ah. So. Das ist die Fläche. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ecken. Auf 3,27 Hektar. Wisst ihr Bescheid, ne? Das wird ein schönes Vorgewende. Naja, ich fange hier mal Güste bei an und mach das mal so ein bisschen und dann melde ich mich zwischendurch nochmal. Ja Leute, typisches Amazone-Problem. Man dreht ab, rechnet sich das so aus, ne, was aus so einer Drille rauskommt und ja, also eigentlich ich habe eben festgestellt per GPS, dass die Fläche etwas größer ist als eigentlich angenommen. 0,2 Hektar, ich sag mal so, da hätte man ja im Notfall dann noch so einen Sack dazu geholt und dann wäre das ja einfach okay gewesen. Ich habe jetzt nicht mal die halbe Fläche fertig, ne? Ich habe nicht, also da bin ich jetzt, ne? Und ich muss hier diesen kompletten Bereich, den muss ich noch. So. Da müssten rein rechnerisch noch so um die 200 Kilo drin sein. Sind's aber nicht. Das ist so richtig, das ist das typische Amazone-Problem. Das übliche Problem, was ich mit dieser Drille habe. Dass es einfach nicht passt. Es passt einfach nicht. Egal, was du hier drillst, entweder speist du zu viel oder zu wenig raus. Ey, ich finde diese Drille so scheiße. Ich meine, wir haben da heute Morgen, ja, haben wir zusammen abgedreht. 0,4% Abweichung. Der Tank, der war nahezu voll. Der war fast ganz voll. Der war bis hierhin war der voll. So, wo ist das ganze Saatgut hin? Und die zeigt da immer an, dass ein 90 Kilo Drill, da frage ich mich, woher will sie das wissen? Das ist ja, die wiegt ja nicht oder so. Das ist ja nur ein theoretischer, errechneter Wert. Also das ist echt, ich finde das echt zum Kotzen. Ey, dieses Ding ist so absolut scheiße. Ehrlich, ich hasse diese Drille. Ich find sie richtig, also wirklich. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, in der Anleitung steht, alle 4 Hektar abdrehen. Das heute Morgen waren irgendwie knapp 3 Hektar, die wir gedrillt haben. Davor haben wir abgedreht. Jetzt muss ich rein theoretisch abdrehen. Ich kann aber nicht mehr abdrehen. Hab ja kein Saatgut mehr. So ein Kackding. Ich kann das einfach nicht verstehen, weil ich habe gestern Tritikale gesät, eine Fläche. Und das hat ja gepasst. Da ist ein, also, ne? Da ist ein Eimer übergeblieben von dem Ganzen. Also genauso, wie es halt laufen soll. Und jetzt verstehe ich nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ich habe gestern Abend, bevor ich losgefahren bin nochmal, ich habe gestern Abend die erste Fläche Roggen gesät. Habe da abgedreht. Fünfmal habe ich abgedreht, weil ich kenne ja das Problem. Fünfmal. Und dann hat man halt eine minimale Abweichung. So, dann fährst du los. Das passt auf der ersten Fläche. So, dann machst du die abends fertig, stellst die Karre in der Ecke, holst sie morgens wieder raus, drehst nochmal ab, weil du kennst ja die Problematiken mit dem Scheißding. Fährst los. Machst da die erste Fläche und machst die nächste und weißt eigentlich, dass das reicht, was da drin ist. Aber was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Das würde mich mal interessieren. Woran liegt das? Weißt du, also so ein Scheißding, hätte ich heute. Das, wahrscheinlich liegt es daran nicht, aber ich hatte 0,4% Abweichung. Aber keine Ahnung, vielleicht hätte ich heute Morgen ja auch 10 Mal abdrehen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das kostet jetzt wieder unnötig Zeit. Dann muss ich da wieder diese scheiß Säcke da hin und her wuppen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Kacke. Ich finde diese Drille so dermaßen scheiße. Ehrlich. Ich finde die richtig, richtig scheiße. Weil ein Jahr funktioniert sie und das nächste Jahr hast du wieder die Probleme, wie ich ja gerade beschrieben. Ehrlich. Also nie wieder eine Amazone, wenn ganz ehrlich. Weil es funktioniert einfach nicht. Fertig. So Leute, ich bin back im Game. Also ich habe jetzt nochmal Sack nachgeholt. Ich habe jetzt auch noch einen Reservesack hier stehen. Ich habe jetzt hier eben auf der Fläche nochmal mit dem neuen Saatgut nochmal 5 Mal abgedreht. Also 0,1% Abweichung, also nahezu nichts. Ne? Also das muss jetzt hinkommen. Das ist ja genau das gleiche wie, aber das heißt ja nichts. Das ist genau das gleiche wie heute Morgen. Da steht da 0,4.
Und ich gucke in den Tank rein und freue mich, wie viel Saatgut da drin ist. Und toll, das reicht dann locker für beide Flächen. Und dann so eine Scheiße. Also, aber mir ist halt, wenn ich so an die Vergangenheit zurückdenke, immer aufgefallen, dass das nur passiert, wenn du von konventionellem, normalen Saatgut auf Hybrid-Saatgut umstellst oder umgekehrt. Aber da frage ich mich, man dreht ja ab. Das kann ja damit eigentlich nichts zu tun haben. Das ist doch vollkommen scheißegal. Da habe ich mit Papa telefoniert. Ja, das kommt, ne, weil immer morgens dieses im Dunkeln und so. Das hat doch mit Dunkeln überhaupt nichts zu tun. Ne, weil ich kenne die Fläche. Hier im GPS ist die drin. Da die Ein- und Aussätze, die passen alle. So, und natürlich hast du da irgendwie am Vorgewende ein bisschen Überlappung. Aber das erklärt ja nicht, warum 200 Kilo auf einmal verschwinden. Ne, das hat die Drille halt einfach mehr ausgebracht. So, und das ist ja auch, ich meine, du kannst ja auch das Gewicht da eingeben, was du willst und so. Ne, und hat die 90 Kilo angezeigt, Projektor? Natürlich zeigt die 90 Kilo an. Das ist auch vollkommen egal, ob du abdrehst oder nicht. Wenn du da eingibst, dass du 90 Kilo Projektor sehen willst, dann zeigt die 90 Kilo Projektor an. Das ist ja die Drille, die hat ja keine eigene Waage. Das ist ja ein fiktiver Wert. So irgendwie. Und das, was die da ausbringt, ne, die zeigt da 90 Kilo an pro Hektar und dann hat die da ihren Hektarzähler und rechnet daran dann runter, was dann da raus sein muss, theoretisch raus sein muss aus dem Tank, und das zeigt die mir an. Also das ist ja nichts Echtes, was die anzeigt, sondern was errechnet ist. So. Und wenn das nicht stimmt, ja, dann hast du halt die Kacke. So. Aber naja, du, ich bin kein Profi. Das kann mir auch keiner, also ich, auch irgendwie habe auch immer nur ich das Problem. Also die anderen nie. Nur ich. Weiß ich nicht. Also vielleicht, wie gesagt, jemand, ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe, wie ich gearbeitet habe. Ihr habt es auch schon beim Gras säen. Weißt du was, das verlinke ich jetzt mal in dem I. Ich habe noch nie was in dem I verlinkt. Das verlinke ich jetzt einfach mal in dem I. Das mit dem Gras säen, da habe ich ja auch nochmal mit der Drille gearbeitet. Habt ihr auch nochmal gesehen, wie ich das voll mache, wie ich abdrehe und so weiter. Und dann, keine Ahnung, vielleicht sind ja irgendwelche schlauen Leute, die mir sagen können, was ich falsch mache, warum ich halt irgendwie jedes zweite Jahr Ärger mit dem Scheißding habe, dass das nicht passt. Weil ich kann es mir persönlich nicht erklären. Ehrlich nicht. Kann mir auch jemand anders nicht erklären. Ne? Dann wird gefragt, ja, wie drehst du denn ab? Dann erklärst du das so, ja, ich mache da was rein, ne? Und dann gebe ich ein, dass ich so und so viele Kilo Projekte abdrehen will, und dann drücke ich da hinten auf den Knopf, ne? Und dann dreht das da so raus, und dann fülle ich das, geht das an eine Waage, und dann gebe ich das da ein und dann bestätige ich das, und ja. Und dann, ja, mache ich auch so, ja. Also. Aber ich höre nicht zum ersten Mal, dass Amazone keine Drillmaschinen bauen kann. Was jetzt angeht, die sollen die mechanischen ja so scheiße sein, aber ich glaube, wir hatten früher eine mechanische Amazone-Drille. Ne, das war dann halt irgendwie immer, ja, das ist halt bei der mechanischen Drille, das ist halt immer irgendwie plus minus 50 Kilo. Und das ist doch auch in Ordnung. Das ist nämlich besser als plus minus 200 Kilo bei einer pneumatischen Drille. Das ist meine Meinung. Ne? Ich meine, wo ist das? Wo gehen 200 Kilo? Aber egal, ich reg mich hier viel zu sehr auf. Ich kann es ja nicht ändern, aber weißt du, mich ärgert sowas halt. Weißt du, kaufst du dieses teure Hybrid-Saatgut und die ganze Scheiße und kaufst du diese teure Technik und die funktioniert nicht. So, das ist halt. Naja. Ich löse das einfach so, indem ich einfach mit der Drille nicht mehr losfahre. Können dann die anderen machen, und dann bin ich auch nicht schuld, wenn irgendwas schief geht. So einfach ist es nämlich. So. Ich melde mich später, wenn ich mich ein bisschen abgeregt habe. So Leute, ich hab's fertig. Ich habe gerade meine Diplomarbeit im Drillen abgelegt. 14 AB-Linien, 14 Stück. Auf 3,27 Hektar. Ich habe dort um was 8.20 Uhr angefangen. Wir haben es jetzt 12.20 Uhr. Vier Stunden für 3,27 Hektar. So eine Kackflecke. Und dann, weißt du, und dann die ganzen Vorgewände immer nur so kurz, immer nur so kurze Stücken. Ne? Also das ist eine Arbeitszeit und Saatgutvernichtungsfläche. Mehr ist das nicht.
Naja. Ich habe jetzt noch so einen Eimer voll, habe ich jetzt, oder nicht mal mehr einen Eimer voll. So einen halben Eimer voll ist jetzt noch da drin. Ja, meine Kamera, weil das eben so knapp wurde wieder. Da sieht man es irgendwie so, die Kamera da reingehängt, dass ich sehe, was da hinten drin los ist. Und ja, das ist jetzt das so der Rest, der übergeblieben ist, den lasse ich da jetzt gleich rauslaufen. Die Karre muss ich noch tanken, dann bringe ich ihn zu Sascha zurück. Und dann, aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt erstmal Mittagessen und so. Und lutsche dann auch noch so eine Halstablette, weil ich habe irgendwie ein Kratzen im Hals, so ein leichtes. Kacke, du. Naja, so, bin jetzt jeden Augenblick zu Hause. Dann gehe ich eben was spachteln und dann melde ich mich gleich. So, Leute, Mittagessen ist durch. Ich habe königlich gespeist. Drehmaschine habe ich jetzt ausgeleert. Trecker ist voll getankt. Und, ja. Jetzt bringe ich den halt wieder zurück zum Kollegen, dass er halt weiter säen kann. Und ich kümmere mich jetzt mal um Trocknungscontainer und sehe zu, dass ich heute Abend pünktlich Feierabend kriege, weil ich bin echt fertig, echt krank. Irgendwie so ein bisschen so dieses Schnupfen, das ist doch ein bisschen anstrengend, ne? Jo. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt fertig habe, ne? Vorhin die Fläche, das war echt schlimm, so. Also die ist wirklich nicht schön. Aber gut. Danke mich fürs Zusehen. Im nächsten Video geht es mir wieder besser, versprochen. Und liken und abonnieren nicht vergessen. Und Kommentar könnt ihr auch da lassen. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.